Plus verkauft zum Starten hiermit. Herzlich willkommen zu einem neuen XP-Glitch in Season 2, Chapter 3. Ohne jetzt lang rumzuschnacken, gehen wir sofort in den Kreativmodus rein. Ihr müsst nichts Besonderes einstellen. Einfach in den Kreativmodus reingehen. Und es ist mal wieder ein Map-Code-Glitch. Ihr müsst einfach jetzt das 1 zu 1 machen, wie ich das mache. Dann passiert euch auch kein Fehler. Deshalb mache ich jetzt auch keine Cuts ins Video rein. So, dann hat es jetzt geladen. Das Wichtigste, was ihr jetzt macht, ist, ihr geht jetzt einfach zu so einer Portalstation und gebt da jetzt den Code ein, und zwar 7 2 6 5 7 5 0 4, ja, 04, dann 9 7 7 und 0. Und jetzt kommt das Wichtige, jetzt gebt ihr ein V93. Das ist die Version von der Map, da kriegt ihr dann die gratis XP. Dann drückt ihr jetzt hier auf Annehmen oder Interagieren, was auch immer. Der XP-Glitch funktioniert, by the way, überall. Also wirklich überall, auf jeder Konsole, dies, das, Ananas. So, warten wir jetzt hier, bis es geladen ist. Ich mache keine Cuts ins Video, damit ihr halt alles eins zu eins nachmachen könnt und auch nur seht, dass es halt nicht gecheatet ist oder so. So. So, gehen wir rein. Drücken als erstes auf Spiel starten, wenn ihr die Zeit da einfach schnell überspringen möchtet. So, jetzt seid ihr hier auf dieser Map. Ihr geht jetzt nach da hinten zu diesem Schalter, zu diesem Secret Vault oder wie das heißt. Und gebt hier jetzt einfach zweimal das ein, was hier halt steht. Solange bis halt das Konfetti kommt. Dann macht ihr halt irgendeinen Tanz. Und dann seht ihr hier Secret XP. Also XP, so ein XP-Button. Dann drückt ihr Interagieren. Und ihr seht Secret XP. Da kriege ich angeblich nur 17 XP. Aber das stimmt nicht. Da könnt ihr wirklich in einer Minute, so würde ich sagen, schon so um die 45.000 XP kriegen. Das ist ganz geil. Das ist auch schon der XP-Glitch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich springe jetzt mal hier auf den Button rauf. Ich werde morgen noch einen XP-Glitch hochladen, so geht es jetzt wahrscheinlich auch die ganze Season weiter. Auf jeden Fall bis zum nächsten XP-Glitch. Ciao.